Willkommen zurück zum Let's Play Alan Wake's American Nightmare. Ich musste gerade überlegen, wie es heißt. Wir sind jetzt hier, reparieren das Teleskop. Wir haben ja die Kamera, die Special-Kamera, vor kurzem erst geholt aus ihrem Auto, wurden von liebevollen, netten Spinnen angegriffen. Und ja, dann reparieren wir es mal. Ich wollte gerade sagen, darf ich auch wieder runter? Oh, oh. Oh, oh. Ich mag das nicht. Hallo? Ach so. Ach, die... Ach, oh Gott. Ich dachte, jetzt würde das Licht ausgehen und Besessene kommen. I know it's dangerous there, but, well... I got it! Please come talk to me if you have questions. Hä? Wohin denn? Ah, okay. Okay, in die Richtung ist irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Okay, da ist der Dings, aber... Hä? Muss ich jetzt wieder raus? Hey, ich frag's noch mal kurz. Ich muss noch mal... Verkehrte Tasse, nicht Umschalt gedrückt. Ich muss wieder nochmal was fragen. Sind die jetzt draußen? Ach nö. Jetzt weiß ich jetzt schon, was mich erwartet, wenn ich rausgehe. Wie funktioniert dieses Kühlsystem? Tolle Frage. Oh no, it's quite straightforward. The telescope is very heavy, and moving it generates a lot of heat. So do all of the electronics. Overheating could cause damage, so it shuts down automatically if the coolant fluid isn't flowing. And hot electronics generate instrument noise, which we want to eliminate as much as possible. What is this coolant anyway? Is it dangerous? We use liquid nitrogen. It's quite safe. If I can make it to the valves in one piece. Yes, there is that. Good luck. Also ich glaube, die sind, nee, ich löcher sie mal nicht weiter mit Fragen. Scheinbar sind die wirklich draußen. Ach, Mann. Warum muss ich den sicheren Ort immer so oft verlassen? Das Spiel will einen unbedingt ärgern. Habe ich so das Gefühl. Aber es ist nur eine Vermutung eigentlich. Ich wollte gerade sagen, ist der stand der Stuhl nicht vorhin, aber nein, ich bin ja dagegen gelaufen und habe ihn umgeworfen. Hallo? Hallo? Ah, da ist eins. So. Jetzt geht's weiter. Wohin am besten? Ich gehe mal in die Richtung. Bitte keine Spinnen. Bitte keine Spinnen. Ach ja, was ich mir auch schon überlegt habe für die fehlenden Manuskriptseiten, wie ich das mache, weil ich bin jemand, der gerne 100% haben möchte. Und das werde ich nämlich auch dann so machen. Also nach der Story gibt es dann Parts, die dann betitelt sind mit 100%. Und... Ach, 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 na super. Das ist bestimmt nicht der Einzige, oder? Ach, ich wusste es. Es ist so typisch. Ach, ich treffe noch nicht mal. Ja, hallo? Nix da. Du kannst mich nicht umbringen. Ich bin... unbringbar. Und ich rede schon wieder Stoß. Aber hier sind schon mal... Ey, ich habe doch eben was gehört. Na, habe ich mich verhört. Gibt's hier das Ventil?
ist denn dieses Ventil? Ist das in? Ah ne, da. Oh Mann. Da muss ich bestimmt wieder dorthin, wo ihr Auto steht, und da werde ich 100 Pro von Spinnen angegriffen. Bitte, bitte, was ist das? Hallo? Nein? Aus? Böses Auto. Sag mal. Dunkelheit, wird's mich da ärgern? Jetzt. Nee. Ich fass das nicht. Die greift mich. Ist sie weg? Scheinbar. Okay. Dann geht's zu den nächsten. Ich weiß, ich laufe wahrscheinlich total den Umweg. Aber das ist mir gerade sowas von egal. Kann nämlich auch sein. Oh mein Gott. Du. Ich glaube. Das ist doch. Oh, die können über Leiter klettern. Über Leiter, was rede ich da? Über Zäune. So. Ich glaube, das nächste Ventil ist nämlich hier drin, ne? Kann das sein? Oh. Hä? Oder doch nicht? Nee, ist doch nicht hier drin. Naja. Ganz umsonst bin ich halt nicht reingegangen. Aber ich wette, hier muss ich auch noch was machen. Schon allein, weil halt da das eine... das eine Dings da so... gedingst ist. Ach, mir fehlen die Worte. Dass eine Rohr so kaputt ist. Oh oh. Oh oh. Wo? Wo? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ey, bin ich blind? Ach, da! Ich bin tatsächlich blind. Ich bin da eben lang gelaufen, da war nix. Komisch. Oh! Oh mein Gott. So. Jetzt sind aber alle. Aber irgendwie scheint das Ventil auch nicht dort zu sein, wo das Auto ist. Ich bin ein bisschen verwirrt. Oder doch? Nee, warte mal. Ach, da stand ja gar nicht das Auto. Oh, oh pf, hallo. Also noch offensichtlicher ging's ja nicht. Ach, da ist noch einer. Ah, da sind noch zwei. Dass sie sich immer so anschleichen müssen. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber was ich cool finde, ist, dass jetzt mehr darauf verwendet wurde, die auch mal anders zu gestalten. Also es sind jetzt nicht immer dieselben Jogger, die mit Äxten werfen oder so. Und die sehen viel besser jetzt aus. Oh, ich wusste, dass das Ventil ist hier. Ach ja, spring runter. Warum bist du nicht dabei verreckt? Das einzige Gute ist, man muss sich überhaupt keine Gedanken um Munition machen, weil es halt diese Kisten gibt. Diese Munitionskisten. Ist das Ventil gleich hier? Ja, super. Okay, that should do it. Eben schon gedacht, hier würde noch jemand stehen. Schnell rein. Schnell rein. Ah! Mich kannst du nicht. Naja, erschrecken würde ich jetzt nicht sagen. So. Ah, das erledigt. Ellen kann nicht während des Rennens nachfüllen. Oder ist die schon komplett geladen? Wahrscheinlich ist die schon komplett geladen. Oh. Bitte. Bitte was? Oh oh.
Ich merk's. Ich merk, dass die es geschafft haben, hier einen Weg reinzufinden. Oh, warte mal. Blendgranaten, Blendgranaten, Blendgranaten. Ey, wie cool war das denn? Ah, ich hab die... Warum habe ich die Leuchtfackel ausgewählt? Ach, Mann! Ich bleib hier hängen! Ah! Ey, ich bin gekonnt über ihn gelaufen. Oh, Gott! Ey, echt mal, die kommen echt von überall mittlerweile. Achso, der ist ja noch gar nicht fertig. Och, warum mache ich denn sowas? Ach, die sind alle weg. Okay. Ich denke, man hat bestimmt das Klingeln gerade gehört. Das war nicht so irgendwie ein Wecker oder so. Obwohl ich gerade überlege, ob die Zeit schon hinhaut. Nee, das war gerade nur ein Handy, was geklingelt hat. Ein Anruf, der reinkam. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, was sie gesagt hat. Fällt mir gerade auf. Aber der Part ist auch bald erledigt. Also bald erledigt, bald fertig. Ich bin erledigt, ja. Im Kopf. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow, like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it, or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a printout of it now. Ja, was meinst du denn mit unvollständig? Almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. Was haben Sie am Himmel gesehen? What's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something. But it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that, or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. Ach, und ja, klar, jetzt will sie wieder nicht mit mir reden. Klar. Aber bevor wir uns... das Schreiben angucken, sage ich, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, tschüss, eure Tai.